Hi, ich bin's wieder, der Stefan von Fotokoch. Wenn ihr mich seht, ist es meistens für eine Neuvorstellung und dieses Mal ist es Panasonic. Die GH6 ist nun endlich hier. Was das Ganze besser macht als eine GH5, habe ich übers Wochenende mal kurz getestet und ich zeige es dir hier in diesem Hands-on. Also gerne dranbleiben. Bevor wir ins Innere der Kamera reingehen und wie das Ganze wirklich performt, gucken wir uns natürlich an, was hat sich außen verändert. Das sieht ein bisschen anders aus und ja, es ist auf jeden Fall größer geworden. Wenn man aktuell auf den Markt guckt, sieht man so einen kleinen Trend in Richtung Videografie. Das Ganze haben wir hier auch. Wir haben hier ebenfalls wie eine R5C oder eine FX3, womit wir zum Beispiel filmen, ein Lüfter verbaut. Das Ganze ist hier auf jeden Fall mehr auf Videografie, aber gucken wir mal im kompletten Rundown. Wir haben im Grunde ein DSLM-Body, wie es man von der GH5 kennt. Aber das Ganze ist nun erweitert worden um diesen Lüfteranteil. Das Ganze saugt dann von links nach rechts Luft rein, das Ganze ist abgedichtet, da keine Sorge. Das ganze Gehäuse ist, wie man es kennt von Panasonic, Spritzwasser, staubgeschützt. Da keine Sorge, am Wochenende war auch passendes Wetter dazu, aber ehrlich gesagt bin ich nicht Spritzenwasser geschützt. Deswegen habe ich die nicht draußen in diesen Konditionen getestet. Aber wir hatten einen kurzen Test auch auf dem Balkon. Die war nass geregnet, ohne Ende. Von daher, das lebt noch, also funktioniert. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar Ports. Gehen wir da einmal kurz drüber. Auf der linken Seite Full-Size HDMI. Dann haben wir natürlich Kopfhörer, Mikrofon noch mit dabei. Auf der rechten Seite, spannend bei den Speicherkarten, haben wir ein Upgrade, was wir so noch nicht kannten. Und zwar haben wir hier einen Dual-Slot in dem Sinne. Wir haben einen SD-Slot, das ist normal, UHS-II wegen der Geschwindigkeit für Video. Aber wir haben auch eine CF-Express Typ B Speichermöglichkeit für das Ganze. Wichtig, B nicht A. A ist nur für Sony. Und damit können wir richtig viel Spaß haben. Warum erfahrt ihr auf jeden Fall bei den technischen Daten, da gerne mal reingucken. Aber wer auf jeden Fall das Maximum aus dieser Kamera rausholen möchte, der braucht eine solche Karte. Oben ist es ein bisschen anders geworden im Vergleich zum Vorgänger bei der GH5. Wir haben den Griff etwas ausgeprägter für das Ganze. Passt sehr gut natürlich auch wegen dem etwas größeren Body hinten als Kompensation dafür. Wir haben einen sehr schönen roten Aufnahmeknopf, gefällt mir immer sehr schnieke. Und wir haben daneben noch eine extra Taste. Das Ganze ist für ein Audio-Interface als Quick Access. Richtig cool, die meisten unterschätzen ein bisschen, was Audio angeht. Für ihre Kameras, vor allem wenn es auf Video performen soll, dann brauchen wir gute Audio. Und das haben wir hier auf jeden Fall mit einem kurzen Klick drauf, kommen wir ins Untermenü, perfekt. Dann natürlich das normale Wählrad und links nochmal die Modis, da auch mit dazugekommen. Wir haben natürlich weiterhin, sieht nach Video aus, aber es ist ein hybrider Body und wir haben hier natürlich auch die normalen Modis für unsere Serienbildaufnahmen oder Bracketing. Und hier haben wir auch direkt die Möglichkeit, die High-Res-Fotos, die das Ganze auch machen kann, als Quick-Menü quasi oben auf dem Wählrad auszuwählen und das Ganze somit zu nutzen. Vorne haben wir auch noch einen kleinen Aufnahmeknopf, falls das Ganze mal im Rig stecken sollte und oben einfach ein bisschen zu eng ist, dann können wir von vorne ganz schnell das Ganze bedienen. Oder für solche Sachen wie jetzt zum Beispiel könnte ich hingehen und unten einfach den Knopf drücken, ohne dass ich jetzt durchs Bild greifen müsste, um das Ganze so zu performen. Kleines Upgrade, aber nett. Hier vorne haben wir auch noch ein Telly-Light. Telly-Lights sind dafür da, wenn ich mich jetzt zum Beispiel aufnehme oder eine andere Person steht hier und ich filme die, damit die weiß, die wird gerade aufgezeichnet, haben wir hier einfach einen kleinen roten Punkt, der indiziert, dass das Ganze läuft. Bei Videokameras auf jeden Fall ein Muss, vor allem in einer Produktion, wo vielleicht mehrere Kameras geschaltet werden oder verwendet werden, dass man weiß, in welche Kamera muss ich denn jetzt gerade wirklich mal reingucken. Beim Akku sind wir bei dem, ich muss den Namen immer noch rausrufen, da, BLK22. Das Geile haben wir auch bei der GH5-2 auch schon gehabt. Von daher, wenn ihr dort upgraden solltet, weil ihr sagt, Video ist so mein Hauptthema und die GH6 gefällt mir, das Zubehör könnt ihr auf jeden Fall mitnutzen. Zu guter Letzt haben wir hinten noch den Monitor. Wie man es kennt, na, wir haben den hier dreh- und schwenkbar.
Was ein bisschen neuer ist, ist, dass wir den auch klappbar haben. Das heißt, ich kann mir aussuchen, für die Leute mit der ewigen Diskussion, ob Klapp- oder Schwenkdisplay, die können hier theoretisch beides. Was wir nicht können, ist das Ganze nach unten hochklappen für diese hohen Aufnahmen. Das funktioniert leider nicht. Hier geht es leider nur für die tiefen Ausnahmen, dass man hier das Ganze mit nutzen kann. Aber besser als nichts. Dazu noch ein kleiner Lockhebel für, naja, ungewollte Eingriffe, damit man es vermeiden kann. Haben wir natürlich auch noch mit darüber. Ansonsten ist es so eigentlich alles, was wir vom Body brauchen. Interessanter ist eigentlich das, was in der Kamera steckt. Im Gehäuse ist eigentlich so ziemlich alles neu. Vor allem der Sensor. Wir haben jetzt einen 25-Megapixel-Sensor hier drin, der natürlich neu performt. Auch der Prozessor ist neu und der bringt ein paar neue Features mit sich, die wir auf jeden Fall gleich im Autofokus-Bereich erklären möchten. Aber nochmal kurz angerissen, sage ich mal, was sonst noch drin steckt. Video, Video, Video. Und zwar wirklich auf hohem Niveau. Als Kurzriss 5,7K ProRes und wir können auch richtig viel rausshooten. 4K 120 Bilder mit einem Update oder aktuell Full HD mit 300 Bildern pro Sekunde. Das macht Spaß. Und im Fotobereich 75 Bilder hintereinander mit dem elektronischen Verschluss. Also auch Naturfotografen, die auf jeden Fall eine hohe Bildfolge brauchen für ihre Vogelaufnahmen, die sind hier gut mit abgedeckt. Aber gucken wir uns mal im genauen Detail an und fangen wir am besten einmal mit dem Fotobereich an. Denn der Videobereich und Autofokusbereich, der wird ein bisschen länger. Falls du einfach ein bisschen zum passenden Punkt möchtest, unten in der Zeitleiste, alles verlinkt, einfach durchskippen, dahin, wo du möchtest. Okay, Fotobereich GH6. 25 Megapixel als Grundbasis. Wir haben weiterhin einen MFT-Sensor, also relativ klein im Vergleich zu einem Vollformat. Der Vorteil ist natürlich dadurch, dass die Objektive klein bleiben können und handlich. Vor allem, wenn man in die Naturfotografie reingeht und so ein bisschen mal in Richtung Vogelfotografie möchte. Wenn man hier guckt, welche Brennweiten man so realistisch braucht, damit man gute Aufnahmen machen kann, sind die meistens so im 400 plus Millimeter Bereich. Das Ganze für ein vollformatig zu machen, ist relativ groß. Hier haben wir den Vorteil, MFT, klein, handlich und kommen auf jeden Fall nah ran. Also das auf jeden Fall als Pluspunkt schon mal. Was auch richtig cool ist, wir haben natürlich einen neuen Bildstabilisator dabei. Kurz angerissen schon mal, wir haben 7,5 Stufen an Stabilisierung. Das Ganze auch als Dual für ein Objektiv, was halt mit stabilisiert, damit hier Sensor und Objektiv miteinander kommunizieren. Das ist ziemlich cool. Dazu kommt dann noch der neue Hi-Res-Modus. Den gab es schon mal. Und es gab immer Einschränkungen, dass man es nur vom Stativ benutzen kann, etc. Hier haben wir jetzt aber bei der neuen GH6 die Möglichkeit, diesen Hi-Res-Modus einfach aus der Hand unterwegs durchzuführen. Ihr solltet natürlich trotzdem ruhig halten. Wenn ihr jetzt so zieht, bringt es nichts, dann habt ihr es, naja, unscharf. Sagen wir es mal nett, unscharf. Aber wenn ihr eine ruhige Hand habt und einfach in die Landschaft reinguckt oder ein Gebäude habt, es haltet, auslöst, werden mehrere Aufnahmen gemacht. Hier wird der Sensor minimal verschoben, um eine höhere Auflösung zu erhalten. Und es verrechnet das Ganze auch direkt miteinander. Ihr müsst also nicht nochmal im Post reingehen und dann mehrere Fotos zusammenstitchen und selber verrechnen. Das macht die Kamera für euch. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ihr müsst trotzdem darauf achten, dass ihr keine bewegenden Elemente dabei habt. Bäume, Wind, Flaggen, Personen, Autos. Das Ganze würde Ghosting erzeugen, nennt sich das in dem Moment. Das heißt, wir haben hier eventuell Doppelbilder in dem Moment von etwas, das gar nicht da ist. Aber während der Sensor sich gerade verschoben hat und sich dann das Ganze bewegt, haben wir einfach Objekte, die anders positioniert sind. Und das möchte man vermeiden, deswegen mit Bedacht das Ganze wählen. Was man auch mit bedenken muss, das ist mir aufgefallen, wenn ihr ein Hi-Res-Foto macht, und auslöst, dauert es einen ganz, ganz kurzen Moment, bevor die Aufnahmen wirklich gemacht werden. Und der Sucher wird oder das Display wird einmal kurz schwarz für eine halbe Sekunde, Sekunde ungefähr.
Das heißt, wenn ihr nochmal euer Framing kontrollieren möchtet auf den letzten Moment, das funktioniert leider nicht. Da habt ihr auf jeden Fall eine kleine Einschränkung, hält aber nicht ganz so viel auf, weil man sich eh Objekte raussuchen sollte, die, wie man schon gesagt hat, stabil stehen und von daher nicht weglaufen können und einfach mal vorher das Framing anpassen und ein bisschen weiterhalten. Ihr habt 100 Megapixel, zur Not könnt ihr minimal reinkroppen und habt trotzdem eine extrem hohe Auflösung. Kommen wir dann einmal kurz zu den Serienbildaufnahmen. Wir haben mechanisch 14 Bilder pro Sekunde im AFS und 8 Bilder im AFC. Beim elektronischen 75 Bilder pro Sekunde bei AFS und 7 Bilder pro Sekunde im AFC. Es ist nicht das meiste im AFC. Für kleinere, langsame Sachen ist es okay. Ein Vogel wirklich im Flug auf einen zu, das wird schwierig, eher wenn er schon irgendwo gelandet ist und man nur darauf wartet, dass der Kopf sich richtig dreht oder die Flügel gespreizt werden. Dafür ist es perfekt. Ansonsten eher ein Blick auf die G9 setzen von Panasonic. Da habt ihr mehr Bilder pro Sekunde im AFC. Weil es ansonsten bei spiegellosen Kameras auch immer viel gefragt wird, ja, Focus Bracketing für die Makro-Leute ist auch mit dabei, genauso wie natürlich Landschaftsfotografien mit der Auflösung etc. kann man hier sehr gut machen. Alles im Body und funktioniert. Für den Videobereich habe ich es mir mal ein bisschen gemütlicher gemacht, denn das ist relativ viel und ich werde auch ab und an auf meine kleinen Notizen hier spicken müssen, denn das kriege ich nicht ganz auswendig hin. Aber wir versuchen mal unser Bestes und gucken mal rein. Also, wir haben sehr hohe Qualität. Ich habe es angesprochen, 5,7K haben wir als maximale Auflösung, wenn wir jetzt vom 16:9 ausgehen. Wir können theoretisch auch Anamorph machen, aber 5,8K, aber das lassen wir jetzt erstmal kurz außen vor. Es gibt natürlich auch immer verschiedene Codecs für Videos. Wir haben hier einen sehr interessanten für die Videografen. Wir haben ProRes intern und können es intern aufnehmen. Wir brauchen keine Tomos oder sonstiges für außen. Wir können es intern verwalten. Wir haben hier Apple ProRes 422 HQ mit 30p intern. Für die Leute, die sich da nicht wirklich viel unter vorstellen können, für das Ganze bei 5,7K zu machen, ist ein enormer Datensatz an Informationen, der da durchkommt. Um genau zu sein, sind es 1903 Mbps, steht es auf meinem Zettel. Das ist Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass das intern funktioniert und dazu auch noch Autofokus gut funktioniert. Das Ganze muss deswegen auch aktiv gekühlt werden, denn ansonsten wird der Sensor so extrem heiß mit diesen Daten, dass er das einfach nicht verarbeiten könnte. Deswegen ist dort der aktive Lüfter. Aktuell ist ProRes auch wirklich nur bei 5,7K. Das Ganze wird aber mit einem Update weitergegeben, dass wir hier auch in den unteren Stufen ProRes nutzen können. Es wird also auch ein bisschen abgespeckter. Wenn ihr sagt, das Ganze braucht ihr nicht, könnt ihr natürlich ganz normal als MOV das Ganze filmen und hier auch 422 10-Bit, wenn ihr trotzdem höhere Qualität haben möchtet, und könnt das auch alles intern machen. Und bei 4K könnt ihr auch bis zu 120 Bildern machen. Oder Full HD bis zu 300 Bilder pro Sekunde. Das Ganze in so einem kleinen Formfaktor. Früher hat man für solche Framerates oder Qualitäten und sonstiges richtige Camcorder gebraucht. Die Dinger waren dann so groß, allein der Body, um diese Qualitäten zu haben. Und hier haben wir es in einem so kleinen Body. Das muss man einfach mal mit bedenken. Er ist größer geworden, ja, aber dafür haben wir auch keine Begrenzungen. Wir können filmen ohne Limitierungen von Zeiten her. Keine 29 Minuten mehr. Und das Ganze auch bei höheren Temperaturen, weil wir einen aktiven Lüfter haben. Panasonic selber gibt an, bis zu 35 Grad Außentemperatur funktioniert das Ganze. Konnten wir nicht testen, es ist Frühling, draußen sind 6 Grad. Aber von dem, wie das Ganze gebaut ist und wenn man guckt, was so die Konkurrenz macht mit den aktiven Lüftern, wird das sehr gut hinkommen. Und hier haben wir erstmal keine Bedenken, was das Ganze mit den Laufzeiten betrifft. Wichtig ist beim Video der Autofokus. Hier habe ich intern einen kleinen Test gemacht, den wir jetzt gerne einmal abspielen dürfen, lieber Schnitt. Was natürlich gut performen muss, ist der Autofokus. Wir haben hier mittlerweile einen Wechsel zwischen Mensch und Tier. Das Ganze kennen wir auch schon von Nikon mit der Z9 X3.
extrem hochklassig, natürlich vom Preisniveau auch, aber bislang die einzigen, die hier den automatischen Wechsel zwischen Mensch und Tier machen. Ansonsten muss man das immer per Hand setzen. Das Ganze erkennt mich jetzt gerade schon mal als Mensch und das ist schon mal gut, oder als Tier, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Kamera erkennt mich wenigstens lebend und versucht auch mein Auge zu finden. Im normalen 25 Bilder pro Sekunde zum Beispiel funktioniert das mit dem Autofokus auch relativ solide, wie man sieht, und das Ganze formt gut nach. Auch wenn man jetzt zum Beispiel relativ weit weggehen würde und das Ganze nicht um meinen Kopf erkennt, jetzt gerade erkennt es noch gerade so meinen Kopf, aber ansonsten würde es auf meinen Körper gehen und denken, da ist ein Mensch, den sollen wir wahrscheinlich scharf halten, bleiben wir mal dabei. Das ist gut. Bei meinem anderen Test mit 100 Bildern die Sekunde in 4K sah es leider ein bisschen anders aus. Wo damals auch die GH5 geschwächelt hatte, Autofokus und Slow-Mo, ist ja leider auch noch der Fall. Es ist besser, aber leider immer noch nicht auf dem Niveau, wie es sein soll. Im Fotobereich jedoch funktioniert das ziemlich gut. Auch wenn wir hier auf die hohen Bildfrequenzen gehen, damit wir zum Beispiel Naturaufnahmen von Vögeln machen können, haben wir hier auf jeden Fall den Vorteil, dass wir hier das Ganze gut tracken können. Das funktioniert wirklich gut. Im Videobereich allerdings mit immer noch ganz kleinen Mankos. Für normale Reportagen, sage ich jetzt mal, oder Dokumentarfilme und sonstiges, sollte das kein Problem sein. Wer allerdings extrem viel in Slow Motion arbeitet, der würde sich auf jeden Fall über ein Software-Update freuen. Wie wir sehen, das Ganze performt recht gut. Natürlich mit Einschränkungen im High-Framerate-Bereich. Wenn wir im normalen Framerate-Bereich bleiben, also 25, 30, dann ist es kein Thema. Wer sehr viel in High Framerate geht, der muss sich wirklich was anderes suchen. Aber wenn man bedenkt, für was diese Kamera eigentlich gedacht ist, Dokumentationen, Hochzeiten, wir können Imagefilme, Musikvideos oder natürlich auch Vlogging oder YouTube in dem Moment, wenn man es hier einfach sieht, dann reichen uns diese Framerates aus. Zur Not mal 60 und dann passt das auch. Aber alles in diesem extrem hohen Bereich ist einfach mit Einschränkungen. Stabilisator und Video natürlich auch ein kleiner Test in dem Moment mit mir als Solo-Künstler, sage ich jetzt mal, und nicht Vlogger, aber kurzen kleinen Rundgang, wie der Stabilisator sich so verhält für Handheld-Aufnahmen. Der Bildstabilisator ist in dieser Kamera sehr gut. Wir haben vor allem den Vorteil, wenn wir ein Objektiv haben, wie das hier zum Beispiel, das ist das 12-60 Leica, dann haben wir auch den Vorteil, dass wir einen dualen Bildstabilisator haben. Das Ganze ist schon ein bisschen schwerer in meiner Hand, ist nicht so ganz angenehm, aber ich merke auf jeden Fall, ich zitter leicht. Wie das Ganze natürlich jetzt im Post aussieht, das sehe ich jetzt gleich, hoffe aber natürlich, wie ich es von Panasonic gewohnt bin, dass der Stabi gut ist. Wollen wir es mal hoffen. Der Autofokus sitzt auf jeden Fall die ganze Zeit. Ich werde das noch ein bisschen testen, aber bislang bin ich erstmal zufrieden. Verzeiht mir meine Nicht-Vlog-Künste, aber es funktioniert und es macht Spaß damit, ich kann mich selber sehen, so wie jetzt auch bei meinen Sachen. Ich benutze es heute Solo-Film, deswegen kann es sein, dass ich ab und an mal so einen kleinen Schlinker mal rechts rüber mache, um mich zu kontrollieren. Aber es funktioniert und der Stabilisator hilft enorm für das Ganze. Ihr könnt natürlich auch ganz normal ohne Selfie-Video das Ganze nutzen. 7,5 Stufen Bildstabilisatoren. Für mal eben ohne Gimbal arbeiten ist das sehr gut. Man kann es theoretisch intern noch mal verbessern. Es gibt Möglichkeiten, noch elektronische Stabilisation hinzuzuschalten für wirkliche, ich nenne es mal Stativaufnahmen in dem Sinne. Hier wird natürlich minimal reingekroppt, damit das Ganze weiter stabilisiert werden kann. Aber ansonsten einfach das normal Verbaute nehmen, wenn ihr hier keine Einschränkungen haben möchtet, funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich habe es eben angerissen. Es gibt einen Boost-Modus, einen Erweiterungsmodus für den Dynamikumfang. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wir steigen von 12 auf 13 Stufen, also eine Blendenstufe mehr Dynamikumfang. Das kann schon mal sehr helfen, vor allem bei den Spitzlichtern. Die brennen ja relativ schnell aus. Aber wir verlieren unsere Basis-ISO dadurch. Das Ganze funktioniert so. Es ist ein HDR-Modus in dem Moment. Um das Ganze zu vervollständigen, muss allerdings intern ein bisschen umgerechnet werden. Hierfür, wenn wir das Maximum nehmen, sagen wir es mal, also Vlog und diesen Modus, sind wir auf 2000 Base ISO. Drunter geht nichts, also ND-Filter einpacken.
wenn ihr Vlog rauslassen würdet und jetzt zum Beispiel mit dem Standardprofil Rec 709 oder sonst was filmt, dann geht ihr auf 800. Das Ganze hebt natürlich das Rauschlevel etwas an. Das muss man einfach fairerweise mit dazu sagen. Wenn ihr eh schon in Situation kommt, wo ihr höhere ISO verwenden müsst, macht es keinen Unterschied. Dann kann ich das auch verwenden und kriege auf jeden Fall einen Stop mehr raus. Und wenn man ganz ehrlich ist, an sowas wie 800 ISO kommt man schon relativ schnell. Bei 2000 Vlog muss man immer so ein bisschen gucken. Ne? Das ist was anderes. Aber ansonsten, warum nicht? Ich kann es aktivieren, ich kann es deaktivieren mit einem kleinen Tastendruck. Ich kann mir das irgendwo drauf quick fixieren drauf, wenn ich es haben möchte oder nicht. Aber wenn ich eh die ISO etwas hochheben muss, macht es keinen Unterschied. Ich habe Vergleichaufnahmen gemacht zwischen 2000 ohne, 2000 mit und bin nochmal hochgegangen auf 3,2 und 6,4. Ich muss sagen, das Rauschverhalten ist es nicht signifikant extrem angestiegen. Wir haben natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich will mit meiner normalen Base ISO von 100, 200, 250 oder sowas und gehe dann auf einen 2000er Sprung, klar, dann merke ich das. Ist mir dann die eine Blendenstufe Dynamikumfang mehr wert? Schwierig zu sagen, hängt ein bisschen von der Situation ab. In der Regel sage ich wahrscheinlich nein. Und dann kriegt das in der Regel auch gut mit 12 Blendenstufen hin. Aber wer unbedingt das kleine bisschen extra haben möchte, der kann es natürlich hier mitnutzen. Kommen wir noch kurz zu so zwei, drei persönlichen Highlights im Videobereich, die ich dabei hatte. Und das sind Bedienelemente bzw. Menüpunkte. Was auch mit dabei ist, was ich bei vielen Sachen einfach immer vermisse, weil ich es aus meinen Thomas-Monitoren kenne zum Beispiel, ist Waveform. Wer Waveform nicht kennt, es ist ein Histogramm auf Steroiden, so ganz einfach und pauschal gesagt. Ihr habt eine Zeitleiste in dem Sinne, also eine Ebene, und ihr habt Helligkeitsausstufen nach oben oder unten. Das Ganze wird immer als Linie dargestellt. Das Ganze ist relativ cool, wenn ihr jetzt einfach eine Waveform habt und eure Hand davor bewegt und sich dadurch die Belichtung ändert, wie zum Beispiel bei mir mit dem Hemd hier in dem Moment, würdet ihr sehen, dass es hier plötzlich Spikes gibt. Das heißt, ich kann quasi live mitverfolgen, wie sich in welchem Bereich wirklich von links nach rechts gesehen meine Belichtung ausartet. Das ist cool, kann man besser einschätzen als ein Histogramm, gefällt mir und fehlt bei den meisten Kameras einfach. Aber hier haben wir es als professionelle Videokamera mit eingebaut und das finde ich ganz cool. Dann kommen wir noch kurz auf den Audiopunkt, auch ein Highlight für mich, war der Audio-Button. Klingt total banal und total dumm, aber es macht mehr Spaß und es ist effizienter, so zu arbeiten, als sonst jedes Mal über irgendein Untermenü erst auf die Audio gehen zu müssen, damit ich dann das Ganze habe. Hier habe ich es schnell an einer Fingerspitze. Bedienung macht mehr Spaß. Und wir haben jetzt auch das erste Mal bei Lumix, dass wir 4-Kanal-Audio haben können. Das Ganze geht natürlich jetzt nicht mit der reinen Kamera, also die hier kann es so, wie es hier ist, nicht. Dafür bräuchten wir einen XLR-Aufsatz in dem Moment, aber sobald wir den haben, können wir mehr Mikrofone ansteuern. Wir können die alle mit verwenden. Wir haben einen Kopfhörerausgang, wo wir auch alles mit abhören können. Und dieser XLR-Zusatz kann auch Phantomspeisung rausgeben. Also auf jeden Fall schon höheres Niveau, wenn man hier ein bisschen mehr in die audiophile Welt reingehen möchte. Und als letzter Punkt von Highlights, von Sachen, die jetzt gerade noch nicht da sind, aber kommen werden und auch für Video interessant sind. Ich habe es bei mir so vielen Kameras gewünscht und jetzt kommt es endlich mal wieder auf was anderes als nur vom, ich nenne es mal Originalen, das ich jetzt zum ersten Mal gemacht habe. Wir können in Zukunft direkt auf eine USB-C SSD drauf recorden. Warum das interessant ist, ist relativ simpel. Die SSDs sind sehr, sehr, sehr schnell. Und im Vergleich zu CFexpress-Karten, die relativ teuer sind, auch relativ groß. Das heißt, wir können da auch mal einen Terabyte haben oder zwei. Und das Ganze ermöglicht uns einfach, direkt alles drauf zu dumpen, direkt drauf zu recorden. Ich kann das, wenn ich im Team zum Beispiel arbeite, einfach die Festplatte rausnehmen und direkt meinem Editor geben, der dann mobil unterwegs damit arbeiten kann, ohne dass er Kartengelesegeräte mit rumschleppen muss oder sonstiges. Und das Ganze halt auch mit viel, 1 Terabyte, 2 Terabyte, vor allem wenn man halt in ProRes reingeht, dann sammeln sich die Daten sehr schnell an. Und hier ist es echt cool. Das war sonst eigentlich nur bei Blackmagic mit der Pocket Cinema 4K Kamera zum Beispiel gewesen. Hier haben wir es endlich drauf bekommen. Ich habe es oftmals bei anderen Herstellern gesagt, wäre doch eine gute Möglichkeit. Der Port ist doch da, warum nutzen wir es nicht? Und Panasonic hat sich gesagt,
Ja, machen wir doch mal. Ist aktuell noch nicht da, kommt allerdings mit dem Firmware-Update, genauso wie die ganzen ProRes-Sachen, dass wir das auf kleineren Formaten bekommen. Und wir bekommen dann auch noch HDMI 4K 120p RAW-Output für Atomos. Muss natürlich Atomos auch noch mitarbeiten, ne? Aber der HDMI-Port ist dafür ready. Das heißt, wir können in Zukunft auch Vito RAW 4K 120 Bildern rausgeben, extern recorden und natürlich dann weiter im ProRes intern, wenn uns das reicht. Aber die Möglichkeit ist da, zukunftssicher ist es auf jeden Fall und das ist definitiv ein Pluspunkt für die Videografen. Nun kommen wir kurz zum Fazit. Für wen ist diese Kamera wirklich was? Ich weiß, ich schweife immer wieder von Hip nach Hop ab und deswegen versuche ich mich mal zusammenzureißen und das Ganze ein bisschen präziser für euch zu machen. Wir haben 5,7K Videoauflösung. Wir haben 100 Megapixel als High-Res-Aufnahme oder 25 Megapixel in der normalen Aufnahme. Einen sehr guten Autofokus, der zwischen Mensch und Tier automatisch wechseln kann, dass ich das nicht extra nochmal im Menü machen muss. Wir sind zukunftssicher. Wir haben extra Features wie USB-C-Recording. Wir können in Zukunft Video RAW ausgeben. Wir haben hohe Codecs wie Apple ProRes. Das heißt, enorme Qualität, die wir da rausdrücken können. Und ein Stabilisator, der 7,5 Stufen schafft. Zusammen mit einem Dynamikumfang von 12 bzw. 13 Blendenstufen. Das Ganze ist für Videografen angedacht. Ohne Frage. Man kann das Hybride verwenden, aber wahrscheinlich eher so als, sagen wir mal, Beiwerk. Aber nicht hauptsächlich als Fotokamera. Wenn ihr allerdings sehr viel mit der Videofunktion spielt, ihr öfters Vlogs erstellt, YouTube-Videos oder ihr geht mal hin oder wollt euch entwickeln in Imagefilme zum Beispiel, dann auf jeden Fall. Lowlight ist immer noch so eine Sache bei MFT, es ist besser geworden, aber ist noch nicht auf dem Niveau von einem vollformatigen. Muss man auch einfach mit berücksichtigen, da sind auch andere Preisniveaus, wenn man sich das Ganze anguckt. Dafür haben wir hier halt Möglichkeiten, die eine große Vollformatkamera einfach nicht bietet, vor allem nicht für diesen Preis. Ihr findet keine Vollformatkamera mit 5,7K Videoauflösung und den High-Res-Features und dann Objektiven, die so klein sind. Das ist ein 12 bis 60 mm. Das ist MFT. Wenn ihr es jetzt umrechnet, das 24-120 mm, Blende 2,8 bis 4, das ist lächerlich klein. Vor allem, wenn man dann noch höher geht und dann in den Telebereich reingeht für Vogelaufnahmen, 400 mm, ne, sind wir dann auch so im Bereich. Und wenn man das Ganze auf Vollformat guckt, dann sind wir halt so und das wiegt 1,22 Kilo. Da ist einfach dieser riesen Vorteil. Wenn euch das anspricht, gerne mal reingucken. Wir werden versuchen, die GH6 so schnell wie möglich auch da zu haben, dass ihr es in der Hand haben könnt. Ansonsten natürlich gerne kaufen, ausprobieren. Und falls es nicht gefallen sollte, schreibt uns an. Wir werden natürlich irgendwie eine Lösung finden. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich bin nicht zu weit abgedriftet die ganze Zeit. Entschuldigung auch an meinen Cut schon mal für das Ganze. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte es näher bringen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Thank you.